1905 Algier Bugey. Bei dieser Bahnrennmaschine aus Frankreich sieht man wunderbar, dass im Prinzip hier noch ein etwas verstärkter Fahrradrahmen vielleicht verwendet wurde und dieser Dreizylinder W-Motor, dieser Fächermotor, sich hier wunderbar in das Rahmendreieck einfügt. Ja. Der Motor hat unglaubliche 1200 Kubik, bringt 15 bis 16 PS. Damit waren hier schon Geschwindigkeiten von 120 km/h möglich. Ja. Die Bedienelemente sind überschaubar. Im Wesentlichen gibt es hier nur die Vergaserregulierung an dieser Stelle, dann die Zündverstellung hier vorne und die Ölpumpe zur Schmierung des Motors. Diese Bahnrennmaschine hat einen Direktantrieb ans Hinterrad, Kakette auf der anderen Seite, keine Bremse hinten, keine Bremse vorne, keinerlei Federung. Also ich würde sagen, wirklich eine wagemutige Sache mit dieser Maschine hier schon 120 zu fahren.